Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Manien zusammen mit der Christina LP. Hallo! Mit der Einzigartigen, mit der Wundervollen. Wir gehen auf den Server in 3, 2, 1, 3. Die ist schon da, die ist Party. Ja, hast du dich ausgelockt? Let's Party! Klar hab ich mich ausgelockt. Ja, klar, bitte. Let's get it started. Oh Mann! Du hast deinen Witz geklaut. Oh, ich gehe nochmal kämpfen, die Folge, auch wenn das langweilig ist. Jetzt war ich 3 Folgen kämpfen. Na gut, wir müssen uns ja vorbereiten im Endeffekt für die Nether. Richtig, ich brauche einfach Fäule. Achso, wo packe ich denn meine Feder hin? Ich habe hier irgendwo noch so eine olle Feder hier. Können wir nicht eigentlich auch, damit ich gar nicht mehr so viel Dings... Wir haben ja Wasser, ne? Wir haben Wasser, ja. Ich baue mir jetzt hier so eine Monsterfalle hin, ey. Ich hab's doch drauf. Pass mal auf hier, was ich jetzt mache. So, ich habe ja eine Schippe mit, ne? Oh. Ich hab da so ein paar gemacht, ja. So ein paar hast du gemacht. Kann sich also gerne dran bedienen, ja. Ja, und nebenbei töte ich die. Ich mache jetzt so ein Doppeljob. Ich töte die Skelette und baue währenddessen eine Skelettfalle. Eine runde Farm wie Bauer Heinz und Armen. Hier kraut denn und baut und kraut auch mal Weizen für Bier und das nachts um 4. Wird noch neu gesät. Von früh bis abend spät. Falle nun hier runter und schau der Mutti unterm. Und dann Rock! Hast du gesagt? Kann ich. Jetzt mir die Frage, ist das jetzt noch ein tiefer? Wahrscheinlich, ne? Jo, jetzt brauche ich nur noch mal. Wir haben doch hier irgendwo noch so eine olle Hake, ne? Der bestimmt olle Hake. Sogar aus Eisen. Eine Hacke. Eine Hackenhake. Mal 40 Weizen haben wir. Mal geerntet. So, dann haben wir mal eine Runde geerntet. Hüste. Alter, was ist denn jetzt schon wieder los hier? So, die Harke kommt dahin, dann haben wir das auch. Hier nochmal gucken nach dem Mukus. Ja. Lass uns nochmal so ein bisschen Leder mitnehmen. Okay. Auf dem Wege gleich. Da ist ja voll was los hier. Alter Schwede, kann ich jetzt. Toten! Komm her, du Kuh, mach's auch kurz und schmerzlos. Blödes Arschloch, sorry. Böse Wörter, sagt sie, böse Wörter. Nee, nicht die Kinder. Nicht die Kinder, die müssen ja noch wachsen, die Kinder. Hier noch ein Karl Otto und Elfriede. Und Hein Duktig. Und Captain Blaubeer hier. Den nehmen wir auch noch mit. Haben wir da noch? Kalle. Hey, Kalle. Muss ich das kapieren, was du da gerade von dir gibst? Oder kannst du mir eine Schippe bringen? Und Elfriede. Ich bin gerade bei Elfriede und Kalle gewesen. Ach so, gut. Hab hier so ein bisschen mal aufgeräumt. Ja, dann... Ach, da kommt noch einer. Boah, schade, dass ich keinen Eimer mit habe. Dann hätte man es schön Milch machen können. So, ich habe jetzt 18 Leder und 39 Fleisch. Oh, oh, oh. Wir haben im Moment sehr wenig Tiere hier. Ja. Ups. Hui. So, was brauchst du? Vielleicht neues Schwert, eine Schippe. Und ein bisschen Glück. Ein Eimer Wasser. Und eine Schippe. Ja, und eine Schippe. Jetzt wird es aber größenwahnsinnig hier, ne?
Alter Schwede, ey. Wo sind wir denn? Ah, pass auf, fall hier nicht runter, ich bin hier am Bauen. So, ein Schwert, eine Schippe. Was noch? Ein Eimer Wasser. Ja, den habe ich nicht. Mensch, Olli. Du selber kaufen gehen. Ein Geld, wa? Und geht nicht. Müssen wir andersrum laufen. Schade auch. Oh, Zuckerrohr wächst. Juhu. Und Eimer mit Wasser. Oh, Eimer. Wo ist denn der hin? Hallo, Eimer. Da. So, dann knallen wir hier nochmal ein bisschen Futter rein. Futter für Mutter. Ding. Wo ist denn das blöde Eisen? Hallo Eisen, da. So, einmal mit Wasser hast du gesagt. Kriegst du, natürlich kriegst du einen Eimer mit Wasser. Wäre ich beinahe an der Treppe vorbeigegangen und wäre ganz runtergefallen. Okay. Danke. So, dann wollen wir mal gucken, was ist Zuckerrohr? Wer beschießt mich denn hier? Oder wirst du beschossen? Nee, du wirst beschossen. Ich werde beschossen. Gott sei Dank. Zum Glück nur du. Ja, ich habe aber nur noch 3 Herzen. Solltest du vielleicht mal eine Runde aufbrechen? Ja, ich regge gerade in der Ecke. Dann mache ich hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen Licht, indem ich die Bäume wegmache. Mhm. Und dich auch noch mit. Haben wir schon mal 7. Ah ja, okay. Gut, wer schreibt mir hier schon wieder? Oh, meine Tochter schreibt mir gerade. Gute Nacht, mein Papi, bis morgen. Mm. Da muss ich mal ganz kurz antworten. Es tut mir echt leid, aber das ist einfach so. Dir auch eine gute Nacht, Betsy. Die wüsste, dass die in der Aufnahme jetzt drin ist. Haha, die wird sich ein Loch im Poppes freuen. Als ob, als ob! Als ob der hier spawnt, der. Ich sag das nicht. Keine bösen Wörter. Nie. Reiß dich zusammen. Bin nicht so gut. Pass auf, dann machen wir das mal so. Haben wir hier irgendwo noch so ein olles Stückchen Holz? Wir haben so viel Holz. Ich dachte, ihr so Holzstäbchen. Wenn ich nämlich plupp, mir einfach noch mal so ganz kacken dreist, so. Bei so eine Steinex zu machen, weißt du? Ja. Denn dann kann ich nämlich meine gepflanzten Bäume hier mal wegpflanzen. So, das wäre der Spaß. Huch. So, dann hacke ich jetzt mal die ganzen Bäume ab, dass das Zuckerrohr hier wachsen kann. Ja. Ja, kein Platz mehr für die Eulen. So, wird schon wieder duster. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Jetzt, wo die Bäume hier weg sind, ist das, glaube ich, ganz, ganz easy und chillig. So, dass das Zuckerrohr ganz in Ruhe wachsen kann. So, machen wir es noch ein bisschen hell. Läuft. Kannst du mich auch jetzt schön wachsen, das olle Zeug. Da
Dann können wir nämlich hier, pass mal auf, dann setzen wir hier einfach mal die ganzen Bäume hin. Übelst die Skelette drin, ey. Boah. Das, dann machen wir hier nochmal ein paar Bäume hin. Ja, voll die Allee, die ich hier baue, ey. Zack, so. Oh. Puh. Voll der Kampf, Alter, ey. Okay. Nein. Nein, du blödes Vieh, nicht! Wo denn? Ein Herz. Nix machen. Ich regge. Wo denn? Wo ist denn der? Nee, hier, bin hier eine Monsterfalle am Bauen. Ich schaff das schon. Achso, brauchst du Futter oder was? Ich könnte mal Steaks gebrauchen, die sind besser als die Kackmelonen. Danke. Reicht. Jo, kriegst du alles. So. Wer so hart am Schuften ist, der muss natürlich. Ich hab grad 7 Dinger auf einmal umgelegt, ey. Und wieder ein voller Bogen. Aber ich finde Melonen halt einfach gesünder als Fleisch. Ja, darüber können wir jetzt streiten, ne? Aber Fleisch muss auch zwischendurch sein, weil so ganz ohne Fleisch geht's nämlich auch nicht. So. Glaubst du nicht, ist aber so. Also dann machen wir nochmal. Die haben so eine krasse Dings auf einmal. Die treffen, jeder Treffer von denen, ey. Nochmal die Kühe füttern. Ja. Wenn nochmal so ein bisschen zu Futter kommen. Und dann sollte, glaube ich, auch gut sein. Ach, scheiße, was habe ich jetzt vergessen? Grassamen für die Schweine. Mit schönen Kindern, ne? Ist auch dunkel draußen. Sieht keiner. So, das Schaf stecke ich auch nochmal an. Vielleicht hat das Schaf hier auch noch irgendwie. Scheiße, es kommt hier kein. Kommt hier alles, aber kein Dingens. Okay. Wie das Schaf die Kuh wegschiebt, hier ist das cool. So, ich habe die Kühe nochmal vermehrt. Ja. Freunde der Nacht, ich sag's euch. Es ist jetzt ein bisschen langweilig. Aufgrund dessen, weil wir uns ja so nun vorbereiten für das Portal. Ich finde das bei mir gerade gar nicht langweilig, um ehrlich zu sein. Bei mir geht voll die Party. Ja, dann schaut doch bei der Christina einfach durch. Das ist überhaupt kein Thema. Könnt ihr auch schon mal ganz kackenderweise. Nein, das machen wir zusammen, ne? Wir gehen zusammen. Ich wollte ja schon mal gucken, das Portal laden lassen, aber nein. Muss mich am Riemen reißen. Habe ich gesagt, wie viel Leder haben wir jetzt eigentlich? Kann ich mal kurz reingucken? 11 Bücher. Leider. Da das Wasser setzen. Leider. Kraft, Wiki. Buchregal. Da muss ich erstmal schauen. Was sind denn da die Rezeptzutaten? 3 Bücher und 6 Holz. Okay. Hui! Und 6 Holz. Dann doch nochmal. Holz weg. Machen da nochmal was hin. So. Machen wir auf dem Wege nochmal ein bisschen Lala an. So. So. Eigentlich müsste ich jetzt hier ein gutes Bäumchen, wie ich aussehe. Ich bin einfach voll durchschossen. Okay, wir haben schon mal 2 Regale. Wo packen wir das hin? Können wir das hier machen?
Wie doof ist das denn? Warum? So kann ich nicht über eine Fackel setzen hier. Was ist denn das für ein Witz? Dann geht nicht. So. Sack ich gleich nochmal auf dem Wege so ein bisschen Zuckerrohr ein. Ja. Ich freue mich auch schon drauf, wenn wir den Server gleich verlassen und dann eine Aufnahmepause machen bis morgen. Wie viel Zuckerrohr dann hier gewachsen ist nachher, das finde ich schon voll gut. Ja. Ich sag mal, 10 Zuckerrohr habe ich jetzt wieder gekriegt. Meine Fresse, kann ich irgendwie was machen? Ja, ich freue mich. Mann, ich warte jetzt erstmal, bis sie dahin gedödelt sind. Puh, so. Aber wieder ziehen. Oh, wir brauchen Holz. Ja. Ja, die Monsterfalle ist irgendwie nur semi-produktiv. Macht nichts. Macht gar nichts. Haben wir nochmal 3 Bücherregale bekommen? Das ist auch ganz in Ordnung. Oh, fuck. So, dann können wir nämlich hier das Buch und das Zuckerrohr mit reinschmeißen. Dann können wir nämlich so, jetzt haben wir schon 6 Bücherregale. Perfekt. Yay! Verzauberungstisch. Ja, das ist einfach gut. Da muss man halt ab und zu den Stein hier unten wegmachen, um die Sachen einzusammeln, aber so kommen die Skelette auf einen Punkt durch das Wasser halt, ne? Halt ab und zu mal was holen da. Zaubertisch, da haben wir ihn doch. Dann können wir mal schauen. So. 15 Regale brauchen wir. Jeweils ein Regal auf gleicher Höhe mit dem Zaubertisch rund um den Zaubertisch. Okay. So, jeweils 2 Regale übereinander in einer Ecke um den Tisch. Ah, okay. Kann ich denn Bücherregal auch wieder abbauen, ohne dass die kaputt gehen? Nee, da kommen dann Bücher raus. Man verschwindet hier nur das Holz, ne? Ja. Im Endeffekt. Weil ich habe das jetzt falsch gemacht. Wie baue ich denn die am besten ab? Mit einer Axt, ne? Ja. Ja, weil Holz, ne? Richtig. Das ist jetzt mal so kombinierer gewesen. Kommen zumindest die Bücher wieder raus. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Ja, nicht ganz verloren. So, dann setzen wir da die Fackel wieder hin. So. Machen wir das dann. Ist klar, dass der Blöde jetzt hier kommt, wenn ich das wegmache. So. 47 Pfeile. Level habe ich. Ja, das ist doch cool. Und Unmenge an Knochen, cool. Ne? Auch dann machen wir das mal anders. Wie viel Uhr haben wir? Uhr? Oh, wir sind bei 20 Minuten. Ach, oh. Wir können eine Folgenpause machen. Ja. Wer hatte angesagt? Das war, glaube ich, ich. Dann go. Willst du nicht hochkommen? Ich komme hoch, ja. So hochbauen? Nee, viel zu hoch. Ich bin auf dem Weg nach oben. Ich bin oben.
Oder nicht? Es regnet gerade so ein bisschen Erde, nicht, dass du dich wunderst. Ach da, was machst du denn? Willst du mal schnuppern da oben? Nee, das nicht. Ich wollte hier einen extra Raum bauen, um den Zaubertisch aufzustellen, um die Bücherregale zu platzieren und sowas alles, verstehst du? Ja. Das war jetzt so Plan. Obwohl, ich brauche gar nicht so viel Treppe zu bauen. Warte, das mache ich nächste Folge. Wir können noch Leitern bauen. Muss ich nur mal gucken, ob das funktioniert, wenn wir die hier platzieren, so einmal hier hoch. Ja. Das wäre nochmal ein Traum, wenn das funktioniert. Hauptsache, wir sagen, wir machen kurze Folgen und sind bei 20 Minuten. Ja, läuft. Sind da kurze 20 Minuten, von daher. So, noch ein Bogen mehr. Ich mal ein neues Schwert Das kann ein. ich ja hier lassen. Wege. Noch irgendwas? Nee, den Rest behalte ich. Dann gehen wir jetzt hier wieder in ein schönes Bettchen. Dann würde ich sagen, lasst uns eine Bewertung da, wenn euch der Part gefallen hat. Oder einen Daumen nach Genau. oben. Oder halt auch ein Abo, verpasst da keine weitere Folge. Schaut bei der Christina da drüben mit ein, bei der Mopskönigin, die einen Mopspawner baut. Ist bestimmt eine aufregende Folge heute bei Ja, ihr, hör auf, weil so ey. wie die am Keuchen gewesen ist. Ich bin da einmal rein, da waren auf einmal 8 oder 9 Skelette um mich. Ich bin eh nicht mehr klargekommen. Hatte auf einmal nur noch ein Herz. Der ist auch cool. Auch cool. Bei mir war es ein bisschen langweiliger heute, weil ich habe so ein bisschen Hausfrauenarbeit gemacht als Hausmann. Von Wir daher haben muss auch getauscht. sein. Wie gesagt, wir bereiten uns jetzt so langsam aber sicher intensiver auf das Ender, auf das Nether vor. Und da müssen wir eben ein bisschen geschützt sein, wenn wir da runtergehen. Weil da Genau. geht es dann weiter mit den Achievements. Ich glaube, hier oben haben wir es, glaube ich, alle erwischt. Ne? Ich glaube, alle sind wir jetzt durch. Bis Genau. auf einen Spawner noch oder so sind wir, glaube ich, jetzt alle durchgegangen. Und ja, wie gesagt, bewertet den Part, lasst uns einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Ciao. Zuschauen. Tschüss.